Sie sind hier, 5. Oktober 2018, 17.18 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Thea Gregorin hatte 2014 Olympia-Bronze gewonnen. Urheberrecht Getty Images. Die Slowenin Thea Gregorin wird endgültig des Dopings überführt und rückwirkend für 2 Jahre gesperrt. Die Erfolge der Biathletin werden annulliert. Die slowenische Biathletin Thea Gregorin, 38, ist endgültig des Dopings bei den Olympischen Winterspielen 2010 überführt worden. Der Anti-Doping-Anhörungsausschuss des Biathlon-Weltverbandes IBU bestätigte am Freitag den Verstoß gegen die Richtlinien. Gregorin wurde vom 4. Oktober 2017 rückwirkend für 2 Jahre gesperrt. Zudem wurden alle Ergebnisse, die sie in den 2 Jahren nach dem Verstoß von Vancouver erzielt hatte, annulliert. Gregorin hatte während der 21. Winterspiele das Wachstumshormon GHRP2M2 im Blut. Bei Nachtests im vergangenen Herbst war sie in der A- und B-Probe positiv und von der IBU zunächst vorläufig suspendiert worden. Die Ergebnisse von Vancouver wurden vom IOC bereits Ende des vergangenen Jahres gestrichen. Gregorin hatte 2014 in Sotschi in der Verfolgung die Bronzemedaille gewonnen, vom Sportinformationsdienst.